Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir reingeschaut habt. Heute mache ich eine besondere Torte. Es ist eine Stracciatella Duplo Torte. Ja, es ist eine Torte zu einem besonderen Anlass. Bleibt dabei, schaut es euch an und ich wünsche euch viel Freude dabei. Wir brauchen dafür 6 Eier, 180 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, das sind 8 Gramm, ein Päckchen Schokoladenpudding, das sind 44 Gramm, 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Speisestärke und ein Teelöffel Backpulver ist damit drin. Den Teig mache ich mit der Küchenmaschine, man kann ihn aber auch mit dem Handmixer machen. Zuerst gebe ich alle 6 Eier in die Rührschüssel. Etwa 10 Minuten sieht das dann so aus. Dann kann ich den Schneebesen auch schon wegnehmen, den brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt gebe ich die trockenen Zutaten hinzu. Und zwar werde ich zuerst den Zucker und den Vanille und den Schokoladenpudding vermischen. Den Backofen kann ich jetzt auch schon einschalten. Und zwar bei 180 Grad Ober- und Unterhitze und Umluft. Wer ohne Umluft backen möchte, kann den Backofen bei 200 Grad einschalten und ganz normal mit Ober- und Unterhitze backen. Die trockenen Zutaten gebe ich dann esslöffelweise auf die Eiermasse und rühre von unten nach oben. Leider war die Kamera da aus, aber ich zeige es gleich noch beim Mehl. Jetzt gebe ich die anderen trockenen Zutaten hinzu. Und zwar verrühre ich die auch so ein wenig. Jetzt gebe ich die auch so esslöffelweise hinzu. Genauso wie vorher mache ich das auch jetzt, dass ich diese trockenen Zutaten so von unten nach oben untermische. Und zwar mische ich nur so lange, bis keine trockenen Zutaten mehr zu sehen sind. So wie jetzt. Also wenn sowas alles nicht mehr zu sehen ist und alles eine schöne einheitliche Masse hergibt, dann muss ich auch nicht mehr weiter rühren. Jetzt mache ich mir die Formen fertig für die Tortenböden, damit ich den Teig schön bequem reinfüllen kann. Und zwar schneide ich mir so ein passendes Stück Backpapier ab. Lege das hier drauf auf den Boden, stelle den Rand oben drauf, drücke das ordentlich fest und spanne das hier zu. Dann ist ja das Backpapier schön fest drin. Den Rand schneide ich jetzt ab. Den kann man aber auch dran lassen, wenn man möchte. Aber ich stelle beide Formen gleichzeitig auf das Kuchengitter in den Backofen und dann brauche ich da jedes bisschen Platz. Ja, und so mache ich das natürlich auch jetzt mit der zweiten Form. Den Teig gebe ich jetzt in die Tortenformen. Und zwar eine Hälfte in eine Form und die andere Hälfte in die andere Form. Also ich teile ihn genau auf die Hälfte nach Möglichkeit. Wenn ich den Teig so gleichmäßig verteilt habe, gehen beide Formen gleichzeitig in den Backofen. Jetzt nehme ich die Böden raus
Die waren jetzt 35 Minuten im Backofen. Und das ist der zweite. Ich habe auch die Stäbchenprobe gemacht. Dann nehme ich so ein Holzstäbchen, steche das rein bis ganz nach unten. Und wenn das Stäbchen dann so schön sauber rauskommt, weiß nicht, dann ist der Teig durchgebacken, der Kuchen fertig und ich kann ihn rausnehmen. Ich würde jetzt die Stäbchenprobe auf keinen Fall früher machen, sondern eben nach einer halben Stunde etwa, wenn der Kuchen schon gut durchgebacken ist. Sonst fällt er nämlich ein, wenn man vorher schon die Tür aufmacht. Ja, jetzt lasse ich ihn hier so stehen für 15 Minuten direkt in den Formen und dann werde ich die Böden erst lösen von der Form. So, jetzt sind 15 Minuten vergangen und ich werde die Böden jetzt aus der Form lösen. Dafür gehe ich mit einem scharfen Messer am Rand einmal entlang. Die Kuchenform ist auch jetzt nicht mehr heiß. So sieht der Boden aus. Der andere ist auch schön hochgegangen. Jetzt lasse ich ihn so auf dem Kuchengitter hier auskühlen, bis er komplett kalt geworden ist. Den anderen löse ich jetzt auch aus der Form. Die Böden sind jetzt abgekühlt und ich werde jetzt das Papier abziehen von unten. Dafür nehme ich den Boden einfach so in der Hand, drehe ihn einfach um und ziehe das Papier so ab. Es geht sehr gut ab. Die Creme mache ich mit dem Handmixer. Ich habe hier 2 Becher Schlagsahne reingegeben. Das sind 400 Milliliter. Außerdem habe ich hier noch Frischkäse. Das sind 200 Gramm. 50 Gramm Puderzucker. 2 Päckchen Sahne steif. Das sind je 8 Gramm. Und geraspelte Schokolade, 100 Gramm. Zuerst werde ich die Sahne steif schlagen. Das mache ich erstmal kurz, eine halbe Minute. Dann gebe ich den Zucker und Sahne steif dazu. Nach einer halben Minute gebe ich jetzt Sahne steif und Puderzucker hinzu. Und jetzt schlage ich die Sahne steif, bis sie die nötige Konsistenz hat, die ich brauche. Nach einer Minute sieht die Sahne dann so aus. Jetzt gebe ich den Frischkäse dazu. Und schlage nochmal ungefähr eine halbe Minute. So, nach einer halben Minute ist die Creme jetzt fertig. Bevor ich jetzt die Schokoladenraspeln noch in die Creme gebe, werde ich die Böden erstmal durchschneiden. Ich mache das mit so einem großen Messer. Man kann es auch mit einem Faden machen oder mit einem ganz normalen Messer. Das ist euch überlassen. So sehen die Böden dann von innen aus. Den anderen schneide ich jetzt auch noch durch. Jetzt kann ich mit den Schichten beginnen. Und zwar nehme ich mir zuerst den einen Boden. Gucke ich, dass es so ein bisschen ein dickerer ist. Die sind jetzt vielleicht die oberen ein wenig dünner. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht unterschiedlich. Aber ich nehme jetzt so den unteren, den dickeren. Und ich werde den ein wenig tränken. Ich habe mir hier fertig gemacht etwas Kikos. Ihr könnt auch ein ganz normales süßes Getränk nehmen, was ihr gerade zur Hand habt. Man kann aber auch Milch nehmen oder Kaffee oder was man, welchen Geschmack man da reinbringen möchte, das kann man dann auch dafür nehmen. Ich werde jetzt einfach so esslöffelweise ein wenig drauf geben. Nicht viel, nur dass es so ein bisschen getränkt ist. Gerade so die Ränder sind manchmal so ein bisschen trockener.
gebe ich so erstmal so an den Rändern entlang und dann auch so ein bisschen in die Mitte. So, was war das jetzt? Etliche Esslöffel, ja? Das genügt auch schon. Jetzt werde ich als nächsten Schritt die Creme mit der Schokolade vermischen, mit diesen 100 Gramm Schokoladenstreuseln. Die gebe ich jetzt hier einfach dazu. Und zwar gebe ich das immer so kurz bevor ich die Creme auf den Kuchen gebe, damit die Schokoladenstückchen auch alle so schön ganz bleiben. Jetzt vermische ich das. Nur so lange mischen, bis die Schokoladenstückchen alle sich mit der Creme gleichmäßig vermischt haben. So, das genügt auch schon. Jetzt teile ich mir die Creme so etwa in vier Teile, ja, so ungefähr. Und werde jetzt ein Viertel von der Creme, so in vier Teile, ein Viertel von der Creme gebe ich jetzt auf den unteren Boden. So in etwa. Und verstreiche das schön gleichmäßig. Jetzt gebe ich den nächsten Boden drauf. Und tränke den auch wieder. Das genügt auch schon. Jetzt gebe ich wieder ein Viertel von der Creme drauf. So ungefähr ein Viertel, ja. Ich kann das ja ganz genau jetzt nicht hier abmessen, aber ist auch gar nicht nötig, ganz genau. So in etwa. Und verstreiche es wieder schön gerade. Und so mache ich das jetzt mit den anderen beiden Böden auch noch. Jetzt gebe ich den letzten Boden drauf. Und zwar ist das bei mir jetzt der untere Boden. Den drehe ich einmal um, damit ich oben die schöne glatte Seite habe. Und tränke den auch noch. Die restliche Creme noch drauf, nach oben. Die verteile ich jetzt auch schön gleichmäßig da drauf. So etwa. Jetzt werde ich einen Becher Schlagsahne, das sind 200 Milliliter, und ein Päckchen Vanillezucker und ein Päckchen Sahne steif einmal steif schlagen. Wenn die Sahne so steif geschlagen ist, dass da so richtig Spuren vom Mix von den Schneebesen zu sehen sind, dann ist es auch fertig. Bei mir waren das jetzt 1,5 Minuten. Ihr müsst dann schauen, das ist dann je nachdem, wie stark der Mixer ist und wie kalt die Schlagsahne ist. Die muss auch direkt aus dem Kühlschrank sein, dann wird es schnell steif. So. Hier habe ich so einen Konditorbeutel mit einer Tülle. Und den gebe ich jetzt hier in diesen Becher rein und mache den so fest. Und hier gebe ich jetzt die komplette Sahne rein, die geschlagene, die ich mir hier aufgeschlagen habe. Einfach alles reingeben. Jetzt habe ich hier ein Stück Schokolade. Da könnt ihr einfach nehmen, was ihr gerade im Hause habt. Welche Schokolade? Das ist bei mir jetzt Vollmilch. Man kann aber auch eine andere nehmen. Man kann auch mit Nussstückchen nehmen, so wie man es mag. Und die werde ich jetzt hier drauf schneiden. Einfach mit dem Schäler so drüber gehen. Und dann mache ich da so schöne Flöckchen. Die gebe ich direkt hier drauf auf die Torte. Und da kann man dann drauf machen, so viele, wie man mag. Wenn man möchte, kann man mehr drauf geben.
wenn man möchte, weniger, so wie es euch gefällt. Einfach so schälen praktisch mit dem Schneider. Wenn ich so genug raufgegeben habe, meiner Meinung nach, dann beginne ich jetzt die Ränder zu gestalten. Und zwar werde ich jetzt einfach so einige Streifen hier so am Rand entlang geben. Jetzt gebe ich hier noch einen Rand oben drüber und zwar mache ich hier so ein Drehmuster. Die Torte werde ich jetzt rüberstellen oder rüberlegen auf die vernünftige Platte, auf die ich es auch später servieren möchte. Und das zeige ich euch jetzt, wie ich das mache. Ich nehme mir noch so einen Tortenritter und gehe hier so drunter. Und jetzt gebe ich beide hier drüber und schiebe sie so ganz vorsichtig drüber, rüber. So, jetzt kann ich sie noch schön, die eine Hälfte habe ich ja noch drunter. Ich schiebe das mal so hin. Jetzt kann ich die noch schön mittig platzieren, so wie ich sie haben will. So. Genau. So will ich sie haben. Jetzt nehme ich mir solche Dublos und gucke mal, halte die so dran, so ganz lose. In welcher Höhe ich es haben möchte. Ich kann es jetzt so dran stellen, wie es ist. Oder wenn ich jetzt nicht möchte, dass so ein Rand drüber guckt, schneide ich mir von unten ein Stückchen ab. Und das mache ich jetzt. Ich schneide mir von unten einfach so ein Stückchen ab. Mit einem schönen scharfen Messer. Und stelle das so dran. Auf die Höhe, auf die ich das haben möchte. So. Drücke das so ein bisschen fest. Und so mache ich das jetzt mit den anderen Duplo-Teilen auch. Und gucke mal, wie viele ich dann brauchen werde. Dann messe ich jetzt schon an dem Stückchen, an dem ich abgeschnitten habe, und schneide genau das gleiche auch ab. Und drücke das so fest. Und so mache ich das jetzt mit sämtlichen Duplo-Teile, schneide die alle ab, die ganzen Duplo-Kekse oder Duplo-Stangen auf der gleichen Länge. Da kann ich dann auch ein bisschen schneller das Ganze machen, indem ich mir mehrere Duplos eben auswickele und nebeneinander lege und alle auf der gleichen Höhe abschneide. Lege mir so ein Teilchen dran und schneide mir das auf der gleichen Länge ab. Drücke die so noch ein bisschen fest und so mache ich das jetzt um die ganze Torte rum. So, jetzt sind wir bei den letzten angekommen. Machen wir die letzten noch dran und dann sind wir auch schon fertig. So. Ich mache jetzt so eine Schleife hier drumherum. Und so einen Knoten. Dann ist die Schleife auch fertig.
Die Torte ist jetzt fertig. Ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Ich habe jetzt 31 von diesen Duplo-Stangen verbraucht. Da müsst ihr dann schauen, wenn ihr eine größere habt oder eine kleinere. Bei mir war das jetzt ein 24er Durchmesser von der Tortenform. Ja, dann wünsche ich euch viel Freude beim Nachmachen und natürlich auch beim Genießen. Bis zum nächsten Mal.